Der Stimmkontor Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Einmal im Monat lädt Michael Helbing zu einem Gespräch ins Stimmkontor ein. Mach es dir gemütlich. Ein Hallo wieder an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine besondere Gästin bei mir, auf die ich mich schon ganz lange gefreut habe, weil ich es einfach mag, mich mit ihr zu unterhalten. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen extra eingeschaltet haben, weil hier Themen behandelt werden, die vielleicht manchmal nicht immer angesprochen werden. Herzlich willkommen, liebe Renate Braun. Hallo, hallo in die Runde und hallo an dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Denn wir haben ein ganz spannendes Thema: Schrei, weil du kannst. Legen wir los. Liebe Renate, ich habe dich vor einigen Jahren auf dem Hamburger Stimmsymposium kennen und schätzen gelernt. Denn du standst mit einer Selbstverständlichkeit am Rednerpult und hast beeindruckende Sounds von dir gegeben. Und hast uns dazu gebracht, sie zu teilen auch zu tun. Und für die da draußen, die Renate Braun noch nicht kennen und vielleicht auch nicht ihr Buch gelesen haben. Renate, wer bist du? Was sollten wir von dir wissen? Ja, ich bin sehr vielfältig, sagen wir mal so. Ich bin nicht nur Schrei, weil du kannst, sondern ich bin auch Klassik, ich bin auch Stimmschonung, ich bin Stimmcoach, ich bin immer auf dem Weg der Stimme unterwegs, weil mich das Phänomen Stimme einfach nie losgelassen hat. Und selbst im fortgeschrittenen Alter bin ich immer noch sehr wissbegierig, was das Thema Stimme und alles, was damit zusammenhängt, zu tun hat. Da spielen ja Psychologie rein, da spielen Stimmtechniken, da spielen Gesundheitsdinge rein, da spielen Körperfunktionen rein. Das sind einfach, ist so ein ganzheitliches Kapitel, dass man immer wieder was Neues dazu lernt. Und da bin ich seit vielen Jahren unterwegs auf dem Weg der Stimme, wenn man das so nennen mag. Es hat aber tatsächlich auch bei mir anders angefangen. Ich habe Lehramt für Gymnasien studiert, Deutsch und Englisch, und habe das bis fast zum Schluss gemacht und habe irgendwann festgestellt, Musik ist doch einfach mehr mein Ding und ich möchte mich da weiterentwickeln. Ich habe schon immer gesungen, ich glaube, seit ich auf den Beinen stehen konnte, denke ich mal. Habe alle meine Verwandten unterhalten mit Gesangseinlagen bei Familienfesten. Habe in der Schule gesungen mit dem Ergebnis, dass meine Schulkameradinnen mich die Opernsängerin tituliert haben, was natürlich ein bisschen despektierlich war. Hat mich damals getroffen. Später haben sie sich dafür entschuldigt, als sie gemerkt haben, dass da doch mehr dahinter war. Und ja, irgendwann habe ich dann diesen Weg der Stimme einfach intensiver noch begangen, indem ich Fortbildungen gemacht habe. Habe Gesang für Musikschulen im Pop-Bereich gemacht. Habe ein Zusatzstudium gemacht für Stimmgesundheit in Bern an der Hochschule in Zusammenarbeit mit Logopädie und Phoniatrie damals. Das war für mich ein großer Eye-Opener.
Im Nachhinein habe ich gedacht, ja, hätte man alles auch anders vielleicht erfahren und erlernen können. Aber dadurch, dass eben diese drei Bereiche Gesangspädagogik, Phoniatrie und Logopädie zusammengefasst waren, war einfach die Zusammenarbeit und der Austausch meiner Meinung nach sehr, sehr gut und sehr groß. Und ich habe viel gelernt in dieser Zeit und habe mich natürlich auch weiterentwickelt und weitergearbeitet an den jeweiligen Kapiteln, war aber damals schon die Schreitante, weil ich habe damals schon an meinem ersten Buch geschrieben und das Thema laute Stimme war für mich eigentlich schon immer wichtig, weil ich selber im Rock und Blues-Rock, Blues-Bereich tätig bin, Bandarbeit und ja, ich fand es eigentlich immer spannender zu gucken, was kann man denn noch aus einer Stimme rausholen. Und da habe ich, glaube ich, inzwischen ganz schön viel entdeckt, sei es Inward Singings, sei es Growl, sei es Scream, Shout, was immer, Cracks und alles, was wilde Sounds tatsächlich sind. Und mein letztes Programm in der Zeit, als wir uns damals in Hamburg getroffen hatten, das hieß die Monsterstimme. Ja, klar. Und die Monsterstimme ist natürlich was ganz Spezielles. Das kann einerseits der Monster-Sound, wie man den aus Filmen kennt oder so sein. Es kann aber natürlich auch einfach eine große Stimme sein, eine ausdrucksstarke Stimme, eine durchsetzungsfähige Stimme mit allen Facetten, sagen wir mal so. Und es gibt auch Monsterstimmen in der Klassik. Und deswegen fand ich das eigentlich auch so spannend, mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem klassischen Bereich in Austausch zu treten, die natürlich mich mit großen Augen angeschaut haben, als sie quietschen und dröhnen sollten, weil jeder gedacht hat, oh Gott, jetzt mache ich mir garantiert die Stimme kaputt. Das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Vorurteil, was man so erleben kann in dem Bereich. Genau. Und das war für mich tatsächlich, oder ist für mich nach wie vor die Aufgabe eigentlich, den Menschen, die sich auch mit Stimme beschäftigen, zu zeigen, du kannst im Prinzip machen, was du willst mit deiner Stimme, nur mach sie nicht kaputt, indem du zu viel Druck im Hals aufbaust. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem es meistens schief geht und schadet. Und ich denke, das sind ja auch wieder so Bias-Situationen. Ne? Also klassischer Gesang ist gesund, Metal ist schlecht für die Stimme. Genau. Und es ist letztendlich, wie du sagst, es ist die Technik, die dahinter steht, ja, wie ich es umsetze. Und letztendlich ist doch unsere Stimme das, was uns hilft, uns auszudrücken. Und Musik und Kunst, Artistik, um es mit Jale Papilas Worten zu sagen, Gesang ist ja Artistik, ja, ist ja dazu da, auszudrücken, was ich jetzt mit mehreren Worten gar nicht ausdrücken kann. Und so ein Scream oder ein Crack, der kann halt Facetten zeigen, die vielleicht ein klassisches Lied nicht immer, oh, das ist jetzt kontrovers für die ZuhörerInnen, vielleicht nicht immer zeigen kann. Sonst hätte es sich ja gar nicht entwickelt aus dem Gesangsbereich. Also gemeinhin nimmt man natürlich an, dass das alles sehr wilde Buben und Mädchen sind, die diese Art von Stimme produzieren und auch hören wollen. Aber eigentlich sind es die nettesten überhaupt. Also alle Leute, die mal auf irgendeinem Metal-Festival waren, die wissen, dass die Leute wirklich unheimlich mitfühlend und nett und freundlich sind. Und da schreit eigentlich kaum einer einfach so jemand anderen an, ne?
Siehst du hier einen Zusammenhang, dass Menschen, die vielleicht in dieser Kunstform unterwegs sind, die jetzt dieses Schreien praktizieren, weil sie es können, damit vielleicht eine Art Kanal haben, wo sie vielleicht etwas verarbeiten können? Tatsächlich. Und deswegen habe ich auch dieses neue, ja, wie immer man das nennen soll, diese neue Herangehensweise, die ich jetzt da gerade am entwickeln bin, habe ich die überhaupt in Erwägung gezogen, weil mir ist in der letzten Zeit bewusst geworden, dass unheimlich viele Menschen sowas wie einen dicken Hals haben, ne? Also, es gibt wahnsinnig viel Wut, es gibt ganz viel verschluckte Emotionen, die nicht rauskommen. Es gibt weggedrückte Emotionen und es gibt unglaublich viel Stress und Unzufriedenheit. Und das hört man den Menschen tatsächlich an. Also da ist keiner dabei, der dann wirklich entspannt seine Stimme spielen lässt, sondern die haben gepresste Stimmen, die haben hauchige Stimmen, die haben kratzige Stimmen, weil sie sich tagtäglich überstrapazieren. Und wenn man mal gehört hat, wie Leute wirklich schreien, also schreien im Sinn von Wut loslassen oder aus Wut schreien oder aus extremer Emotion, dann ist es meistens sehr stimmschädigend. Ne? Weil die entwickeln dann einfach einen unheimlichen Druck im Hals, die haben keine Unterstützung, kein Support, die arbeiten nicht mit dem Körper, sondern die wissen, okay, da muss ich schreien im Hals. Und das tun sie dann auch. Und damit ist eigentlich schon das Unglück vorprogrammiert. Sei es auf dem Schulhof oder beim Fußballspiel oder wie viele Menschen kommen nach Hause nach dem Fußballspiel, sind frustriert, weil der Verein nicht gewonnen hat. Und sie haben sich auch noch die Stimme überstrapaziert, ne? Und du hattest es vorhin im Vorgespräch, bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet haben, gesagt, Säuglinge beweisen uns, Schreien ist gesund. Und ich selbst habe einen Neffen, der hat sehr, sehr viel geschrien, als er ein Säugling war. Und er ist nie heiser geworden. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also das Schreien hörte nie auf, aus diversen Gründen. Und ich meine mich zu erinnern, dass Professor Hess vom Medical Voice Center auch mal im Vortrag gesagt hat, also wenn Schreien ungesund sein soll, grundsätzlich gesehen, dann müssten ja alle Säuglinge eigentlich heiser und stimmgeschädigt werden irgendwann. Und das tun sie nicht. Und das ist ja genau der Punkt, den du gerade sagst. Etwas an dem Muster, wie ich dann in dieser Wut schreie, ist das Problem, aber nicht das Schreien an sich. Nicht das Schreien an sich und auch nicht die Emotion an sich, die man damit ausdrückt. Und das ist tatsächlich was ich mir vorstellen kann, dass auch bei dem einen oder anderen Säugling schädigend ist, wenn die nämlich nicht ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und wenn dann die Verzweiflung einsetzt, dann kann es gut sein. Also es gibt natürlich auch Babys, die schon Stimmprobleme irgendwann mal haben, die sich schon heiser schreien. Aber da ist dann, denke ich, einfach die Verzweiflung das Entscheidende, weil die wissen sich dann nicht mehr anders zu helfen. Die müssen einfach weiter schreien. Ne? Und so ist es, denke ich, bei den Menschen Erwachsenenalters auch, wenn du weißt, wie du deine Stimme einsetzen kannst, um mal richtig Dampf abzulassen, dann hast du natürlich einen enormen Vorteil. Dann kannst du wirklich deine, ja, nenn's Wut oder Emotionen es gibt auch Lustschreie, ne? Das sind wir ja auch. Es gibt Emotionen, die so extrem sind, dass man sie einfach rausschreien muss.
Aber wenn das alles unterstützt wird durch eine gute Atemtechnik, durch eine gute Zwerchfellatmung, Flankenatmung, also durch Körpereinsatz, sagen wir mal so im weitesten Sinn, dann kann da eigentlich relativ wenig schiefgehen, denke ich. Und das Dampfablassen, das ist natürlich in belastenden Situationen manchmal ganz, ganz heilsam. Und insofern, ja, ich denke, dass die Leute, die auf Heavy-Metal-Konzerten ihre Stimmung rausschreien, dass die vielleicht die entspannteren Menschen sind als die anderen. Also ich hab mir das tatsächlich überlegt, was es mit der Emotionalität in der Stimme zu tun hat. Also wir haben gelernt, wenn wir ein Lied interpretieren, dann ist die Emotion natürlich wichtig, dass sie transportiert wird. Aber die Emotion darf uns nicht überwältigen. Also das heißt, die Emotion darf nicht in der Stimme sitzen, sondern die muss mit der Stimme nach außen getragen werden. Mhm. Also sobald die Stimme eng wird und ein gewisser Druckaufbau im Halsbereich stattfindet, und es ist egal, ob das im Heavy Metal oder im Blues, im Soul, in der Klassik, im Jazz ist, sobald eine gewisse Enge stattfindet, kann es schädigend sein. Was ich ein ganz wichtiges Wort fand, was du eben erwähnt hast, war Lust. Ja. Ich erlebe in meinem Chor, ich leite verschiedene Chöre und in einem Chor immer wieder diese Freude zu singen. Und wir haben auf unserem letzten Chorwochenende, habe ich mich mit denen hingesetzt und gesagt, was wollt ihr singen? Und da hatten wir verschiedene Varianten, Kate Bush und so Sachen. Und dann guckten einige so, ja, so Rock, ne? Und dann waren alle, ausnahmslos alle, ja, Rock, ja, Metal, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Und ich bemerkte sofort, auch wenn das jetzt so, auch viele Leute dabei waren, die jetzt das nicht unbedingt hören, ja, das wollen wir machen. Und ich merkte so eine Lust, und das habe ich dann einer Kollegin von mir erzählt, die auch Chorleiterin ist, und hat gesagt, ja, das hat sie auch bei ihrem Chor schon erlebt. Merkst du das auch, diese Lust von Leuten, die sagen, eigentlich will ich das mal ausprobieren. Ich will nicht nur immer so, ne, den Gospel singen oder jetzt das Poplied, sondern ich habe auch schon mal Lust, mal so richtig auf die Kacke zu hauen, so mal, ja, so was ganz anderes zu machen, wo wo dann auch dieses Vorurteil kommt. Jetzt bin ich ganz verwegen. Jetzt singe ich Rock. Das aber hat das, schon was von, ne, Verlegenheit. Ja. weil das natürlich nicht der Norm entspricht. Ne? Aber auch Jodeln entspricht nicht unbedingt der Norm. Und ich habe auch schon Menschen erlebt, die lieber mal Jodeln lernen wollen. Aber tatsächlich hängen die beiden Bereiche ja auch irgendwie zusammen, weil es sind einfach auch diese Cracks, die da entstehen, und egal, ob du das im Metal machst oder im volkstümlichen Lied, es hat einfach eine Ähnlichkeit. Country Music ist genau dieselbe Geschichte, da ist der Jodel auch drin. Also ich denke, die Lust an der anderen Stimme, an der nicht gewohnten Stimme ist es eigentlich, ne? Sich auszuprobieren, wo kann ich denn eigentlich mit meiner Stimme hin? Das sind zum Teil sehr hohe, sehr quietschende, sehr kreischende Töne. Das sind andererseits natürlich auch diese ganzen extrem tiefen Sounds, wo dann der ganze Körper zu schwingen anfängt. Und also meine Theorie ist ja tatsächlich, dass Singen in den heftigeren Bereichen noch mehr mit Schwingung zu tun hat als klassisch geschultes Singen, weil du noch mehr Körpereinsatz dabei hast. Also du brauchst im Prinzip immer einen guten Atemdruck.
um laut oder heftig oder dreckig oder sehr hoch und sehr kreischend zu singen. Mhm. Und wenn du das schaffst, mit deinem Körpergefühl zu vereinbaren, dann hast du, glaube ich, auch einen gewissen Lustgewinn, weil diese Schwingungen, die bringen einfach dem Körper, ja, Wohlbefinden auf eine gewisse Art und Weise. Und weil man das sonst vielleicht nicht zulässt oder nicht zulassen kann, darf, soll, dann ist es natürlich was Besonderes. Mhm. Und das geht durch alle Altersschichten durch. Ja. Das sind nicht nur die Teenager, die das gerne hören. Ich erinnere mich an einen Seniorenchor, den ich zusammen mit meinem Kollegen Dominik Richter betreut habe. Und da waren nicht nur die Schlager beliebt und gern gehört. Da wollte man auch andere Sachen haben. Und es gibt, mir fällt nicht der Name ein, es gibt doch dieses Projekt für Menschen in Pflegeeinrichtungen, die dann wirklich kommen und mit denen Rock und Metal singen. Und das zu sehen, wie da die Menschen wirklich, also dieses Vorurteil, grundsätzlich müssen wir mal mit dem Vorurteil aufhören, dass Menschen ab einem gewissen Alter nur noch Vicky Leandros nichts gegen ihre Musik oder Zara Leander hören, auch nichts gegen deren Musik, aber das ist auch schon so ein Vorurteil. Ich bin jetzt jenseits der 60 und muss jetzt mit Schlagern versorgt werden. Nein, nicht. Ganz im Gegenteil, denn unsere, also ich muss mich da jetzt ein bisschen mit dazu nehmen, ich bin auch über 60. Und ich bin inzwischen einiges über 60. Menschen meines Alters sind mit Rockmusik aufgewachsen. Also da ist nichts mit Schlagergesäusel oder so. Es gibt immer die, die das geliebt haben schon, aber die auch, egal welchen Alters sind, also heutzutage zu den Schlagerdamen, rennt auch jedes Alter letztendlich. Also Helene Fischer wird nicht nur von 70-Jährigen besucht, sondern die wird einfach auch von sehr jungen Menschen besucht. Und umgekehrt ist es genauso. Die Leute, die zu den Stones gehen, die zu Metallica gehen, die zu you name it, egal, also die ganzen heftigen Sachen, die sind alle grauhaarige und inzwischen. Ist es es ist ein bisschen zugespitzt formuliert, ist es ein Problem unserer Gesellschaft, dass dieses Schreien ganz oft nicht zugelassen wird? Ich meine, es war Joe Still, die gesagt hat, der erste Moment, wo du auf die Welt kommst und du bist ein Kind und man erzählt dir ständig, halt deinen Mund, du gehst mir auf die Nerven. Und Joe Still sagte ja so, eigentlich, warum ist Bel Canto so gut? Die schreien sich über die Straße an. Warum ist in Italien sie hat auch gesagt, die Leute in ihren Kursen, ich will jetzt kein Sponsoring für Estill machen, ist eine tolle Methode, aber ich fand das so so eindrücklich, dass sie dann sagt, sie hat noch niemanden kennengelernt, der nicht gern schreien wollte, aber so konditioniert war, es nicht zu tun. Und ich glaube, siehst du hier eine Verbindung? Unbedingt. Das ist tatsächlich auch mein Thema. Wenn Leute neu zu mir kommen und ich arbeite wirklich mit allen Altersstufen, allen Berufsgruppen, ich coache Menschen aus der Wirtschaft, aus vor allem viel aus Lehrberufen, die sich natürlich über die Zeit ihre Stimme ganz schön ruinieren. Die müssen erstmal schreien. Das heißt, die schreien mal den über die Straße an, der ihnen gerade ihr fiktives Fahrrad klauen will. Ne? Mhm. Also wenn du dir vorstellst, da drüben macht sich jetzt gerade jemand über dein Fahrrad her und du schreist, ey, stopp! Und dann wackeln die Wände, aber es ist nichts passiert bei der Stimme, weil du nämlich den Hals geöffnet hast und weil du laut warst, um eine Distanz zu überbrücken, akustisch. Und wenn du das mit komplettem Körpereinsatz machst, dann kannst du nichts falsch machen.
Also ich denke, das kann bestimmte Körperfunktionen auch aktivieren, vor allem bei Sprechberuflern, dass die ab und zu mal ihre Stimme laut machen, weil sie einfach gewohnt sind, sonor zu klingen. Immer, genau. So kennt man ja verlässlich und ihre Emotionen immer im Griff zu haben. Das erwartet man von Menschen in Sprechberufen, ja. Schauspieler, ist klar, die haben ihre Rollen, auch Radiosprecher oder so, ist wieder was anderes. Aber die Menschen, die wie Pfarrer oder Lehrerinnen, Lehrer oder Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, also Leute, die mit kleinen Kindern arbeiten, die piepsen ja nur. Weil sie wollen wahrscheinlich den Kleinen irgendwie nicht zu nahe treten. Sollen sie ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber trotzdem kann man auch mal ein fröhliches Lied gemeinsam schmettern, so dass alle mal laut werden. Und dann ist alles wieder im Rahmen. Und dann kann man sich auch wieder zusammen auf eine leise Stimmgebung einigen vielleicht, ne? Natürlich ist ja auch eine, wie du schon gesagt hast, eine falsch laute Stimmtechnik sehr stimmschädigend. Natürlich. Aber auch hier meine ich mich an einen Vortrag zu erinnern, ob es jetzt Professor Hess war oder Bohländer, weiß ich nicht mehr, die ja auch gesagt haben, meistens ist dieses Unterdrücken das größere Problem und die leise Funktion. Und das ist ja eigentlich auch genau das. Wir sind ja auch als Stimmtherapeutinnen ganz oft konditioniert. Wie oft versuche ich in meinen Stimmkursen zu erklären, Schreien ist nicht das Problem, Räuspern ist nicht das Problem, es ist das Festhalten, es ist der Druck, es ist aber nicht so, also es gibt ja dann diese Stimmbücher, wo dann drin steht, schreien Sie nicht zu viel, vermeiden Sie es laut, zu laut zu sein, aber ich glaube ganz oft, dass gar nicht das zu laut das Problem ist. Und ich fühle mich gerade sehr bestätigt und auch ein bisschen erleichtert, dass du das genauso siehst, weil auch ich erlebe dieses Ding, wenn ich gerade mit Stimmpatientinnen stehe, die versuchen authentisch zu sein, aber wenn sie authentisch wären, dann müssten sie jetzt viel lauter sein, ja, sich zu beschweren über Sachen, die sie stören, aber sie halten es zurück. Ja, ganz genau. Sie bauen Druck auf. Sie bauen immer Druck auf und der Druck, der verteilt sich überall. Deswegen müssen meine Leute erstmal Körperübungen machen, müssen sich lockern. Ich meine, das weißt du genauso. Gibt's ja wunderbare Sachen, die man mit den Leuten machen kann, einfach um loszulassen. Ich arbeite viel mit Qigong-Übungen, die mir sehr wichtig sind, aber ich arbeite auch mit Übungen, die eigentlich eher aus Verteidigungssportarten kommen, also sprich Karate und solche Sachen, damit dieser Druckaufbau deutlich wird. Und Verteidigungssportarten, Kampfsportarten ticken im Prinzip ganz ähnlich wie wir in unseren Stimmberufen, weil die können ihre Kraft auch nicht im Hals ansammeln, sondern das geht alles praktisch vom Qi, Chi aus, von dem Kern, in dem die Kraft steckt. Und das ist das Erste, was ich mit den Leuten mache, zu spüren, wo habe ich denn meine Kraft? Wie kann ich meine Kraft anspannen, um sie effektiv loszulassen? Stimmlich loszulassen. Und nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich. Das heißt, ich mache eine Bewegung dazu, ich mache eine zielgerichtete Bewegung, damit der Klang der Stimme dahin kommt, wo ich eigentlich hinziele, gedanklich. Und es läuft ja so viel über Imagination. Und ich habe eine Schülerin, die sagt, wenn du mir ein Bild dazu gibst, dann weiß ich immer genau, was ich machen muss. Das heißt, ich arbeite dann mit Boxen, mit
Also, ne, so, wenn jemand einen Boxsack hat zum Beispiel und ich hau da mal richtig drauf und lass dabei einen Ton los oder mit der Vorstellung Pfeil- und Bogenspannung und solche Sachen. Einfach damit die Kraft im Körper konzentriert und dann abgeschossen wird. Vielleicht kann man das so trivial ausdrücken. Und es klingt auch sehr heilsam, also ja, für Menschen. Also einmal aus therapeutischer Sicht, wenn wir jetzt mit Stimmstörungen zu tun haben, aber natürlich auch in dieser Kunstform, wenn dann dieses Schreien genutzt wird, um Musik zu machen. Ja, definitiv. Aber eben auch, wenn das Schreien benutzt wird, um Stress abzubauen. Der Druckaufbau, der beim Menschen jeden Tag ja meistens entsteht. Es gibt wenige Leute, die so gelassen unterwegs sind, dass sie mit sich und der Welt im Einklang sind. Der wird auf die Art und Weise reduziert. Und es ist nicht nur eine Unterstützung der Stimmentwicklung, sondern es ist auch eine körperlich-persönliche Entwicklung, die damit einhergeht. Und das stelle ich jedes Mal wieder fest, dass es ganz erstaunlich ist, was aus manchen Menschen irgendwann rauskommt, wenn sie loslassen können. Und dieses Lautsein ist für mich die optimale Art, alles mal loszulassen. Weil der ganze Körper beteiligt ist, weil die Atmung beteiligt ist und weil natürlich die Stimme beteiligt ist. Also, wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich richtig Lust auf eine Stunde mit dir. Ja, also das ist so dieses, also ich merke selbst so diesen Wunsch. Ne? Also ich merke selbst diesen Wunsch, das zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele von euch da draußen auch Lust macht, das mal auszuprobieren. Hast du denn für uns alle einen Impuls, wie wir anfangen? Also was du uns empfehlen würdest, was würdest du, ne, du hast jetzt von Qigong erzählt, von Lockern, von Loslassen. Hast du da irgendein, es gibt ja nicht den Trick oder die eine Idee, aber gibt es einen Impuls von dir, was wir tun können? Eigentlich gibt es ganz viele Impulse, aber mein wichtigster Punkt, denke ich, ist neben einer guten Atemtechnik natürlich, der Kiefer. Die Lockerheit des Kiefers, weil die ganzen heftigen Gesangstechniken und damit auch das Schreien und das Growlen und was auch immer da beinhaltet ist, auch diese ganzen Kontratöne, die sehr, sehr tiefen und die sehr hohen Töne, die hängen alle von der Lockerheit des Kiefers ab. Ja. Und die Zungenposition und der Kiefer ist eigentlich das A und O dieser ganzen Techniken. Das heißt, wenn du es schaffst, deine Zunge unten an die inneren Schneidezähne anzulegen und dann richtig schön blöd zu gucken, den Kiefer damit leicht öffnest und so ein bisschen, wie will ich sagen, fast eine kleine Gähneposition einnimmst. Ne? Und je weiter, ja, ich sehe schon, es wirkt. Ja, also die Renate kann mich natürlich auch sehen und ich habe natürlich jetzt auch versucht, das nachzumachen. Aber tatsächlich kommen bei mir die Leute rein und gähnen. Egal, ob ich vorher mit ihnen was gemacht habe, weil wir natürlich tagtäglich in jeder Stunde damit arbeiten. Und sobald einmal dieser Reflex einsetzt, hier kann ich loslassen, hier kann ich entspannen, mein Kiefer darf hängen,
mein Kiefer muss nicht verbissen, muss nicht konzentriert sein und muss nicht schön aussehen. Das ist ja bei manchen Herrschaften auch ein Problem. Die haben Angst, blöd zu gucken. Mhm. Und bei mir dürfen sie wirklich blöd gucken. Und dann kann man auch noch die Augen aufreißen und kann die Yoga-Übung der gähnende Löwe machen. Mhm. Der bedeutet Zunge raus. Das wäre dann die, ja, genau. Das wäre nämlich ein Impuls. Streck einfach mal die Zunge raus und lass deinen ganzen Rachenraum weit geöffnet, wie beim tiefen Einatmen oder im tiefen Gähnen. Und dann versuch mal einen nicht schönen, aber völlig losgelösten Ton zu produzieren. Und das ist der Moment, wo es einhakt, wo es funktioniert. Weil da kannst du nichts mehr zurückhalten. Da kannst du nichts mehr kontrollieren. Da kannst du nicht mehr auf Schönheit achten. Also das wäre mein Impuls. Versuch's über die Kieferlockerheit und über die Position der Zunge, entweder an den Zähnen, innen dran, so die, ich glaube, man nennt es die Pleuel-Übung, kann das sein. Und ruhig auch mal drüber rollen über die Zähne oder eben ein Zunge rausstrecken und da kann man schon mal ganz viel Stress damit abbauen. Und wenn du dir dann noch jemanden vorstellst, den du jetzt gerade aktuell überhaupt nicht leiden magst, ja, dann kannst du dem das nächste Mal ganz gelassen entgegentreten, weil du hast ihm ja schon die Zunge rausgestreckt. Ich sehe schon, dass sie ist nicht nur für die Stimme sinnig. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Renate, wenn jetzt da draußen Menschen sind, die sagen, oh, das klingt spannend, ich will mehr davon. Wo bekommt man mehr von Renate Braun? Kann man dich buchen? Hast du Kurse? Hast du Bücher geschrieben? Erzähl doch mal, wie findet man dich und deine Arbeit? Also, man findet mich über meine Website am besten. Das ist www.renatebraun.de. Renate Braun in einem Wort. Da sind auch meine ganzen Bücher gelistet. Ich habe zwei Bücher geschrieben, ein Beginner-Coaching-Buch, beide für den Fockenreiter Verlag und mein großes Buch der Stimme, das wahrscheinlich inzwischen schon in der Szene ein bisschen die Runde gemacht hat. Da sind natürlich zig Übungen drin und da gibt's Begleitung zu den Übungen. Da gibt's Songs aus verschiedenen Stilistiken, wo man sich ausprobieren kann. Auch Heavy Metal ist drin, Blues, Soul, Folk, Country, alles Mögliche. Und das ist die einzig sinnvolle Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen über meine Website, weil da bin ich immer erreichbar. Man findet mich aber auch auf Facebook, man findet mich auf Instagram, man findet mich bei WhatsApp, man findet mich bei Signal. Also ich bin sehr multimedial unterwegs. Kurse mache ich dann, wenn ich angefragt werde oder wenn ich sie selbst organisiere. Das ist dann aber meistens mehr im Süden der Republik, weil ich ja in Rottweil ansässig bin. Aber ich bin oft auch entweder in Hamburg oder in Bremen unterwegs, war auch schon in Köln an der Hochschule. Also da, wo man mich haben mag, bin ich natürlich gern bereit. Und ich mache ganz viel Online-Unterricht tatsächlich. Ich habe Schüler in Berlin, ich habe eine Schülerin in Potsdam. Also so komme ich mit den Leuten wirklich deutschlandweit, im Moment noch deutschlandweit, nicht unbedingt weltweit, in Kontakt. Und das funktioniert sehr gut, tatsächlich auch mit der heftigen Stimme, weil die Schwingungen tatsächlich über die
Wiedergabe sehr klar und deutlich nachzuvollziehen sind. Also ich kann genau sagen, wenn es jemand richtig macht oder nicht. Ah, super. Was ich auch mache, tatsächlich ist Coaching für Bands im Heavy-Bereich, aber auch andere, während CD-Aufnahmen, während Vorbereitungen für irgendwelche Touren und solche Sachen. Auch das ist möglich. Und ich mache immer wieder auch Chorarbeit tatsächlich. Also wenn mich ein Chor bucht, dann darf der auch mal schreien. Das klingt verlockend, Renate. Super verlockend. Super. Ich mag es gar nicht sagen, unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Ich hab's befürchtet. Ja, ich könnte noch so viel weiter mit dir schnacken, aber wir werden uns ja vielleicht auf dem Hamburger Stimmsymposium wiedersehen. Das würde ich mir sehr wünschen. Also ich bin da und ich würde mich freuen. Ja. Super. Großartig. Und ja, gibt es noch etwas von deiner Seite zu sagen? Ich bin immer drauf aus, den Leuten zu vermitteln, loszulassen. Und zwar in jeder Beziehung. Natürlich ist das die schwierigste aller Übungen, aber es ist möglich in dem Moment, wo du bestimmte Körperfunktionen mitnimmst. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Zungenspitze. In dem Moment, wo du deine Zungenspitze an deine unteren inneren Schneidezähne legst und deinen Kiefer loslässt, lässt du los auch den Restkörper. Und das ist die beste Voraussetzung, um sich zu entspannen, um Kraft zu tanken, um einzuschlafen. Wenn dann nämlich noch die Augendeckel so allmählich absinken und du den Rest Spannung aus deinem Körper rausfließen lässt, vielleicht noch mit einem tiefen Seufzer, dann bist du schon auf dem Weg in einen guten Schlaf. Also es hat viele, viele Bereiche, die dadurch durch dieses Loslassen aktiviert werden. Aber eben auch die Stimme, die richtig Power bekommt auf die Art und Weise, weil dann der Atemapparat optimal funktionieren kann, wenn da nichts im Weg steht. Super, das vielen, vielen Dank. Dieses wichtige Thema Schreien und ihr da draußen habt vielleicht auch etwas für euch mitnehmen können. Ich kann nur sagen, liebe Renate, von ganzem Herzen vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich natürlich auf jede Menge Feedbacks, auch wenn sie kritisch oder auch konstruktiv sind und bin für alle möglichen Schandtaten bereit. Wunderbar, das ist mein Stichwort. Wir bedanken uns bei dir, dass du auch zugeschaltet hast, mitgehört hast und freuen uns über dein Feedback unter unserem Beitrag. Und vielleicht hören wir uns wieder beim nächsten Stimmkontor-Podcast. Bis dahin! Der Stimmkontor-Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Der Podcast ist ein Projekt vom Stimmkontor Hannover. Wir bedanken uns für die Produktion bei Daniel Sallinger.